war so heftig, dass Funken und Flammen aus den Steckdosen drangen. Dann kommt einem natürlich die Zeit sehr lang vor, bis die Feuerwehr kommt. Es war erschreckend. Es kommt häufig vor, dass sich Leute einen Ofen aus dem Baumarkt holen und den dann selbst aufstellen. Meine Frau hat nur noch gerufen, es brennt. Persönlich kann ich es nicht verstehen, dass man heute keine Rauchmelder hat. Das ist ein Mehr an Sicherheit für wenig Geld. Ihr Heim ist vielen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen Ihnen, dass es oft einfach ist, ein Gebäude vor Schaden zu bewahren. Jährlich gibt es in Deutschland fast 200.000 Brände. Dabei sterben jedes Jahr etwa 400 Menschen. Über 95% der Todesopfer sterben am giftigen Rauch, der beim Brand entsteht. Er steigt zunächst noch oben an die Decke und füllt dann innerhalb weniger Minuten einen ganzen Raum aus. 3 bis 5 Atemzüge führen zur Bewusstlosigkeit und bis 10 bis 15 Atemzüge bedeuten den sicheren Tod. Insbesondere dann, wenn Ihre Sinne ausgeschaltet sind, dann, wenn Sie schlafen, wo Sie nichts wahrnehmen. Bei einem Waschmaschinenbrand in Spangenberg 2013 entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro. Es war erschreckend. Ich habe noch geschlafen. Meine Frau kam ins Schlafzimmer rein, hat nur noch gerufen, es brennt. Da bin ich dann aufgesprungen, schnell in die Hose, Schuhe, habe zu ihr noch gerufen, sie soll die Feuerwehr anrufen und habe die Kinder noch rausgeschafft aus dem Haus. Das habe ich zum Glück noch geschafft. Und danach ging kein Weg mehr durchs Treppenhaus raus. Alles ist voller Rauch. Erst die Feuerwehr kann ihn befreien. Defekte oder überlastete Elektrogeräte und Installationen sind die häufigste Brandursache in Privathäusern. Oft sind sie veraltet, werden zu stark beansprucht oder es sind Billigprodukte ohne ausreichende Schutzvorrichtungen. Häufig löst auch Unaufmerksamkeit im Haushalt ein Feuer aus. Etwa bei der Installation oder Aufstellung von Lampen, aber auch bei der Aufsicht von Kerzen oder heißem Kochgut. Und immer wieder führt Rauchen im Bett zu einem Brand. Achtsamkeit ist also die wichtigste Maßnahme, um Bränden vorzubeugen. Aber was können Sie noch tun? Zum Thema Brandschutz schreibt der Gesetzgeber für freistehende Wohnhäuser kaum etwas vor. Bei Reihenhäusern dagegen müssen die Wände zum Nachbarhaus jeweils mindestens Feuerwiderstandsklasse 30 haben. Sie halten also 30 Minuten einem Feuer stand. Auch bei Außenfassaden sollte auf entsprechende Baumaterialien geachtet werden. Ein Rauchmelder warnt mit einem Alarmton, sobald der Rauch eines Feuers auftritt. Wir haben hier Preise, die heutzutage deutlich für ein schon ordentliches Gerät unter 20 Euro liegen. Sie werden geweckt, wenn Sie nachts schlafen, oder Sie werden aufmerksam, wenn Sie in einem anderen Raum sich befinden und haben die Möglichkeit zu fliehen und natürlich uns zu alarmieren. Fast überall in Deutschland sind Rauchmelder bereits Pflicht für Schlafräume, Kinderzimmer und Flure. Dies ist der Mindestschutz. Optimalen Schutz erreichen Sie, wenn Sie Rauchmelder in jedem Raum des Hauses anbringen. Für Räume mit Dampfentwicklung wie Küche oder Bad gibt es spezielle Lösungen. Bei festverdrahteten Meldern oder Funkmelder löst Rauch in einem Raum, etwa dem Kinderzimmer, bei allen Meldern Alarm aus. Kamine und Öfen im Wohn- oder Essbereich sollten Sie von einem Fachmann installieren lassen, der auch auf die Einhaltung der Mindestabstände achtet. Die Gefahr ist, dass beim Nachlegen Glut, Brocken oder auch aufgeschichtetes Holz rausfällt. Und deswegen brauchen wir da einen nicht brennbaren Boden. Also hier passt es auf alle Fälle. Wir brauchen 50 cm eben bis zum Parkett. Und da haben wir 60. Passt wunderbar. Auch im Heizungskeller lässt sich Bränden vorbeugen. Also ich sage mal, im Heizungskeller eine Brandschutztüre macht immer Sinn. Zeitgleich sollte man schauen, dass man nichts Brennbares im Heizraum lagert. Oft ist der Heizraum ein Abstellraum und ein Rauchmelder im Heizraum macht auch Sinn. Lassen Sie die Elektroinstallationen in Altbauten durch einen Fachbetrieb überprüfen. Überlasten Sie Steckdosen nicht mit zu vielen Verbrauchern. Kerzen dürfen niemals unbeaufsichtigt brennen. Und seien Sie achtsam mit der Hitze von Herd und anderen Geräten. Natürlich kommt die Feuerwehr, wenn es brennt. Vorbeugen muss aber jeder, der sein Gebäude nutzt. Und dort ist er selber verantwortlich. Schützen Sie also Ihr Haus vor Brandgefahren.